Christus. Doch bleibt alles für sie kalt und leer. Endlich frei gemacht, Wort ist Satans Macht. Jesus, er kam auch zu mir. Ich gebe dir nun Hand in Hand, er ist mir bekannt. Mehr als alles lieb ich ihn. Viele sagen, Jesus sei ein Märchen, voller Staub und lauter Fantasie. Jesus ist begegnet, weiß, dass es den Heiland wirklich gibt. Endlich frei gemacht, Wort des Satans Macht. Jesus, er kam auch zu mir. Ich gebe dir nun Hand in Hand, er ist mir bekannt, mehr als alles. Oh,
überall soll er unser Hirte sein. Ganz gleich, ob man über uns lacht, wenn er bei uns ist, sind wir nie allein, am Tag und in der Nacht. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Lass mich erkennen, oh Herr, und bekennen, dass du nie einen Fehler machst. Weise mir, Herr, deinen Weg, lass ich wandle in deiner Wahrheit. Unter mein Sinnen und alles beginnen möchte ich, dass du Herr überwachst. Unter mein Sinnen und alles beginnen. Vertrauen schenkt, für den bist du das Licht. Du bist ihn leiten und ihm wahres Leben geben. Ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Du bist ihn leiten und ihm wahres Leben geben. Ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Ja, vielen, vielen lieben Dank, dass ich bei euch sein darf. Und an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlichen Dank, dass mein Freund und Bruder, der Jakob Schwab, hier sein durfte, mit euch gemeinsam den Gottesdienst zu erleben und dass ihr ihn so herzlich aufgenommen habt. Auch an dieser Stelle möchte ich ein herzlich Willkommen aussprechen an alle, die sich Richtung Düren unterwegs sein werden, dass ihr herzlich willkommen seid auch sowohl bei uns daheim, aber auch in der Gemeinde. Aber ihr müsst zwei Dinge tun, um diese herzlich Willkommenheit auch zu prüfen. Zwei Dinge. Ihr müsst es wollen und ihr müsst es tun. Denn das Wort Willkommen heißt wir wollen und kommen. Das stimmt. Und darauf freue ich mich sehr, dass wir gemeinsam Zeit verbringen dürfen, dass wir
diese Freundschaft führen dürfen. Das ist eine Freundschaft nicht nur unter Männern, sondern auch unter den Frauen, die es gerne tun und genießen. Und wir genießen das auch, dass wir immer wieder nach Möglichkeiten haben. Und wir haben auch euch als Gemeinde, auch dich, Andreas, in deiner Krankheit ins Gebet mit eingeschlossen und als Gemeinde, aber auch als Freunde dafür gebetet, dass hier Wunder geschieht. Und das ist geschehen und wir danken Gott dafür, dass es dir besser geht und dass du unter uns bist und dass wir einfach mit dir noch gemeinsam diesen Weg gehen. Und ich wurde gefragt, wie es mir geht. Und ich sage immer, wenn es besser geht, ginge, dann würde ich ja nicht hier sein. Dann würde ich in der Ewigkeit sein. Aber solange es uns gut geht und mir gut geht, bin ich gerne hier unter euch und gerne auch auf dieser Erde. Bin mir sicher, wenn ich so durch die Reihe heute schaue und jedem so ansehe, kann ich so erkennen, dass ihr freiwillig nach hier gekommen seid. Oder gibt es Leute hier, die nicht freiwillig hier sind? Doch sind alle freiwillig da und das freut mich. Ich bin mir auch sicher, dass der eine und der andere sagt, naja, ich habe ein Versprechen gegeben, dass ich heute dabei sein werde und somit seinen freien Willen ein bisschen eingeschränkt hat und hat gesagt, naja, ich habe etwas versprochen und deswegen bin ich heute hier. Auch an dieser Stelle möchte ich dich willkommen heißen und sagen, du bist gerne hier und du bist herzlich willkommen hier, dass wir mit dir diese Freiheit genießen dürfen, in der wir trotz der Einschränkungen haben. Nun, die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Und sicherlich stellen wir fest, wir sind zwar frei und doch nehmen uns Dinge gefangen. Unser Alltag, unsere Sorgen, unsere Pläne. Wir sagen zwar, wir sind frei und doch sind wir nicht frei, weil uns gewisse Dinge an uns binden. Und vielleicht bist du auch auf der Suche und sagst, Mensch, ich würde gerne frei sein. Und sicherlich wird sie die Frage stellen, wovon möchtest du frei sein? Vielleicht bist du gerade in einer Situation, die arbeitsbedingt dich sehr gefangen nimmt. Und du sagst, Mensch, wenn ich den Job wechseln würde, würde ich etwas freier sein. Ich möchte dich heute herausfordern und mit der Überschrift, die ich gewählt habe, nicht wovon man frei sein möchte, sondern wofür möchtest du frei sein? Wofür möchtest du frei sein? Erstmal die Frage, ob du dich frei fühlst oder unfrei fühlst, kannst du dir selbst beantworten. Und welche Bedeutung hat es für dich, das Wort und die Qualität der Freiheit? Hast du schon jemals überlegt oder dich entschieden, dass du ein freier Mensch sein möchtest? Oder glaubst du schon, dass du ein freier Mensch bist? In Johannes 8, 32 heißt es, da sagt Jesus zu den Juden, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Menschen glauben viel leichter einer Lüge, die sie schon 100-mal gehört haben, als eine Wahrheit, die ihnen völlig neu ist. Während seiner Gefangenschaft von Paulus in den Jahren 61 bis 63 nach Christus sind 4 großartige Briefe von ihm entstanden. Zu einem war es der Kolosserbrief, ein Gemeindebrief, ein Philemonbrief, ein sehr persönlicher Brief, ein Philipperbrief, der sehr erfreulich war, wo er uns auffordert, Freude zu sein, Freude zu leben. Und der Epheserbrief, der die Grundlage der Gemeinde uns gibt. Und diese Briefe werden auch als die Gefangenschaftsbriefe betitelt. Ein Mann, der nicht frei war und doch glücklich war. Ein Mann, der etwas ausstrahlte. Und so entsteht eine Geschichte oder ein Brief an seinen Freund, den Philemon.
Und da lesen wir und hören wir von einem bemerkenswerten Mann. Dieser Mann wird nicht häufig vorkommen, aber in diesem Brief erwähnt er ihn. Und wenn man diesen Namen hört und die Bedeutung liest, so heißt es, er ist jemand, der nützlich ist. Auch dieser Mann, der nützlich wurde, war einst unnütze gewesen. Auch dieser Mann, der nützlich sein sollte, hatte sich Gedanken gemacht und wollte die Freiheit wählen. Er wollte frei sein. Und so dachte er bei sich selbst, ich mach nicht mehr. Tag ein, Tag aus muss ich von früh bis spät für meinen Herrn arbeiten. Ich bin ja ein Sklave, man kann mit mir machen, was man will. Man kann mich behalten und man kann mich verkaufen, man kann mich ausnutzen oder strafen. Und so entstand in diesem Mann dieser Wunsch nach Freiheit. Er wollte frei sein. So ähnlich dachte dieser junge Sklave in Kolossä in der kleinen Stadt der Türkei heute. Und dieser Mann, der übersetzt der Nützliche, heißt mit dem richtigen Namen Onesimus. Er gehört zu einem reichen Mann namens Philemon. Onesimus hat es wirklich sehr gut gehabt bei Philemon. Wir lesen das in den Briefen, den Paulus an Philemon schreibt, und wir können daraus ableiten, Philemon war kein Sklaventreiber, aber er hatte Menschen bei sich beschäftigt und er sich mit denen gut verstand und auch gut für sie sorgte. Aber Onesimus war halt ein Sklave und er wollte frei sein. Er wollte frei sein, er wollte nicht mehr arbeiten von früh bis spät und dass man über ihn herrscht. Und so wuchs seine Unzufriedenheit, je mehr er über seine Situation nachdachte. Bis er eines Tages die Entscheidung traf und sagte, ich verlasse meinen Herrn. Ich haue ab. Ich habe es satt. Ich will frei sein. Ich will die Freiheit erleben. Von da an wartete Onesimus nur noch auf die günstige Gelegenheit zur Flucht. Und ohne es zu merken, hatte sich Onesimus von der wirklichen Freiheit weit entfernt. Er wollte von etwas frei werden. Aber er fragte sich nicht, wozu er frei sein möchte. Wisst ihr, ich bin ja noch als Bestatter tätig, und sehr häufig erlebe ich Schicksalsschläge, die unerklärlich sind. Und immer wieder stelle ich fest, dass eine Frage die Hinterbliebenen sehr beschäftigt. Und die Frage lautet, warum ist das geschehen? Warum ist das passiert? Warum gerade mein Mann und meine Frau, meine Tochter, mein Sohn? Und wisst ihr, diese Frage, warum, kann uns lebenlang beschäftigen. Und wir werden die Antwort, glaube ich, gar nicht finden können. Und so gab Gott mir diesen Gedanken, diese Frage, warum, mal anders zu stellen. Die Frage zu stellen, wozu? Und auf diese Frage brauchen wir eine kurze Zeit. Wozu musste jemand diese Erde verlassen? Und genauso auch hier die Frage, nicht wovon du frei sein möchtest, sondern wofür möchtest du frei sein? Und so fesselt diesen Onesimus dieser Gedanke von der Freiheit. Er wollte frei sein und doch gleichzeitig wurde er gefangen genommen von seiner Unzufriedenheit. Und so wurde dieser Gedanke zu einer Fessel, die ihn und sein Herz umschlungen. Auflehnung und Unzufriedenheit macht unsere Beziehung zu anderen Menschen kaputt. Wenn wir
Pläne im Geheimen schmieden, so fesseln sie uns. Wir meinen, wir könnten etwas schaffen und da übersehen wir, dass wir einen und den anderen Fehler machen. Wie gut es ist, wenn man sich beraten, zusammensetzt und das Ganze mal bespricht, anstatt einfach nur die Flucht zu ergreifen. Viele Menschen wechseln lieber den Beruf, anstatt mit seinem Vorgesetzten zu sprechen. Anstatt vielleicht auf deine Unzufriedenheit darüber jemanden anzusprechen. Und so schmiedet man sich Pläne, man will frei sein und dennoch ist man nicht frei, sondern gefangen. Je länger sie uns gefangen halten, desto seltsamer werden wir. Es raubt uns Freude. Sie blockieren uns in der Beziehung zu unseren Mitmenschen und zu Gott. Und wisst ihr, sie führen noch das Ganze dazu, dass man nur an sich selbst denkt. Man überlegt sich und man stellt sich in den Mittelpunkt und man geht es ja um sich, um mich, um ich. Und sie verderben unsere Gefühle, machen uns neidisch, rachsüchtig und voller Hass. Vielleicht sieht niemand, dass dich Auflehnung und Unzufriedenheit gefangen nehmen. Sie fesseln den unsichtbaren Teil unseres Lebens und davon kann sich keiner selbst befreien. Die Bibel sagt uns, denn der Herr sieht in das Herz der Menschen und erkennt jeden unseren Gedanken. Und immer wieder stelle ich mir die Frage und bitte Gott, dass er meine Gedanken, mein Herz durchleuchtet, dass er Dinge wegtut, die mich gefangen nehmen. Meine Pläne, meine Vorhaben, ist es nicht wichtig. Jeder Mensch hat einen sichtbaren Teil und einen unsichtbaren Teil. Ich sehe euch anwesend, ich sehe, wie ihr aussieht, wie ihr gekleidet seid, aber ich weiß nicht, was ihr gerade denkt. Was für ein Plan, was für ein Gedanken durchstreift gerade eure Gedankenwelt. Und wisst ihr, das, was man nicht sieht, ist die Quelle dessen, was sichtbar wird. Der unsichtbare Teil ist die Quelle unserer Gedanken und unserer Gefühle. Und daraus entstehen unsere sichtbaren Taten. Irgendwann, wenn der Plan so ausgereift ist, wird er sichtbar. Nun, bei Philemon ging es zu Hause gut zu. Oft und viele Gäste waren in seinem Haus gewesen. Es war ein Haus, was jeden Tag der offenen Türen hatte. Und die Nachfolger Jesu Christi trafen sich zum Gottesdienst in seinem Haus und beteten Gott an. Und wenn die Gäste eintrafen, so war es sicherlich laut und es war viel los gewesen. Und da konnte man auch leicht und unbemerkt entkommen. Ob Onesimus sich in so einer Situation ausgedacht hatte oder genutzt hatte zur Flucht, jedenfalls macht er sich eines Tages auf und davon. Er eilt durch die bekannten Gassen raus aus der Stadt Richtung Mittelmeer. Er lief so schnell er konnte. Warum? Weil entlaufene Sklaven, die entdeckt und gefasst wurden, wurden wieder zurück zu ihrem Herrn gebracht und die meisten hatten es dann nicht mehr so schön wie vorher, sondern es erwartete harte Strafe und sie wurden hart dafür gestraft. Und sicherlich atmete Onesimus erleichtert auf, als er endlich das Meer und die großen Segelschiffe und den Hafen sehen konnte. Und sah, wie die Schiffe sich vorbereiteten, um das Land zu verlassen und ein neues Land aufzusuchen. Am Hafen angekommen, suchte Onesimus sich ein passendes Schiff. Und sicherlich ging er von einem zum anderen Kapitän und fragte, wohin fahren Sie? Oder wann fahren Sie, war vielleicht die erste Frage gewesen. Weil er wollte fliehen, er wollte weg sein, er wollte nicht entdeckt werden.
Und die zweite Frage lautete sicherlich, wohin? Aber meines Erachtens als ein entlaufener Sklave ging es vielmehr, dass er fragt, wann? Wann geht's endlich los? Wann kann ich mit aufs Boot? Und so sagte ihm sicherlich ein Käpt'n, wir wollen morgen früh nach Italien aufbrechen. Und blitzschnell drehten sich seine Gedanken in seinem Kopf und dachte, Italien, an Rom vielleicht, an die Weltstadt, dort, wo der Kaiser wohnt, das wär's doch. Und so konnte er sich vielleicht schon so einen kleinen Gedanken davon verwenden, um sein Leben auszumalen, was ihn wohl dort in seiner Freiheit erleben und erfahren würde. Und kurzerhand entschloss er sich für dieses Reiseziel. Und sicherlich war das eine Reise, die nicht ein paar Stunden dauerte, sondern sicherlich ein paar Tage oder gar Wochen. Endlich kann man das tun und lassen, was er nicht will oder was er will. Und endlich kann er durchatmen und sagen, jetzt bin ich ein freier Mann. Jetzt lebe ich in einer neuen Stadt, in einem neuen Land, wo mich niemand kennt. Hier bin ich richtig frei. Er atmete vielleicht ein paar Mal durch und genoss diese Augenblicke, die er hatte. Doch bald musste Onesimus feststellen, auch in Rom gibt es nichts umsonst. Es ist zwar eine schöne Stadt, in der man sich frei bewegen konnte, aber irgendwie knurrte sein Magen. Sicherlich hat er etwas Geld entwendet bei seinem Herrn, dem er gedient hatte, um diese Reise zu bezahlen und vielleicht ein paar Tage in dieser Freiheit zu leben. Auch hier musste er wieder feststellen, das Geld ist alle, der Hunger ist da, ich muss irgendetwas tun. Er konnte zwar frei entscheiden, aber musste selbst für seinen Lebensunterhalt sorgen, für seine Unterkunft. Und irgendwie verblich seine Freiheit, die er sich so leicht vorgestellt hatte. Irgendwie geht der Plan nicht auf. Es war eine kurze Befriedigung, so wie wir gehört haben, das Glück, das man nachjagt, dass eine kleine Zeit da ist. Und so ging er durch die Gassen in Rom und suchte sich eine Unterkunft, wo er bleiben könnte. In Rom lernte er einen bemerkenswerten alten Mann namens Paulus kennen. Und er bewunderte diesen Mann. Dieser Mann lebte zwar nicht in der Freiheit, er wurde bewacht in seiner Wohnung, er wurde gefangen gehalten, und doch war dieser Mann einzigartig und ganz anders. Ständig wurde dieser Mann namens Paulus von den Soldaten bewacht, der vielleicht mit Ketten gebunden war und seine Wohnung nicht verlassen durfte. Er war äußerlich ein gefangener Mensch gewesen. Doch innerlich war er ein ganz anderer Mensch gewesen. Er sprach von einer Freiheit, er strahlte Sicherheit aus, er strahlte Freude aus. Sein Herz, seine Gedanken, seine Gefühle waren frei von den Fesseln, die Onesimus gesehen hatte. Frei von Auflehnung, frei von Unzufriedenheit, frei vom Hass, Neid und Rachegedanken. Und er strahlte wirklich echte Freiheit aus. Onesimus war nicht der einzige Gast, der bei ihm war. Hier in dieser kleinen Wohnung versammelten sich Menschen und es wurde Gottesdienst gefeiert. Hier wurde das Wort Gottes gepredigt. Und Onesimus dachte, wie, das gibt's auch in Rom? Genau wie bei Philemon, bei dem Herrn, wo er tätig war, trafen sich auch hier die Nachfolger Jesu Christi. Und so mehr er sich mit Paulus in Verbindung brachte, je mehr er sich traf, desto klarer wurde es ihm.
Und von Paulus erfuhr Onesimus, dass nur Jesus Christus wirklich frei machen kann, denn er macht Menschen frei, die innerlich frei sind. Und so erkannte Onesimus, auch ich brauche diesen Herrn Jesus. Ich bin zwar hier an diesem Ort kein Sklave mehr, aber innerlich bin ich so gefesselt. Ich muss mich so anstrengen. Ich darf mich nicht zeigen, dass ich ein Sklave bin, dass ich entlaufen bin. Er musste sich sorgfältig seine Wortwahl wählen, sich verstecken in seinem Reden. Doch hier bei Paulus merkte er, hier kann ich der sein, der ich bin. Nun, was hielt Onesimus gefangen und was raubte ihm seine Freiheit? Er wollte frei sein. Und diese Freiheit von diesem Willen macht ihn gleichzeitig gefangen, weil ständig sein Rat sich darum dreht. Das schlechte Gewissen, wenn er an Philemon dachte, an Unrecht aus seiner Vergangenheit, vielleicht an den Diebstahl, den er zuvor getan hat, das Geld zu entwenden für seine Flucht. Philemon wollte frei sein. Er suchte seine eigenen Vorteile und nahm wenig Rücksicht auf andere. Das Gefühl, ein Versager zu sein, oder andere negative Gefühle behafteten sein Herz. Onesimus wollte frei werden, frei von diesen unsichtbaren Fesseln, die sein Leben, seine Gefühle und seine Gedanken fesselten. Anfangs hatten wir gelesen, wo die Gelehrten sich vor Jesus trafen und Jesus sie auffordert und sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Und dann sagt er, nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Und deshalb bat Onesimus Gott darum, ihm seine Schuld zu vergeben, um ihn wirklich frei zu machen. Frei von seinen unsichtbaren Fesseln. Auch du darfst heute frei sein, frei werden von der Last, die dich bedrückt. Du musst nur die Frage beantworten dir, wozu und wofür möchtest du frei sein? Ich kann dir garantieren, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, der Zeitraum, der frei wird, wird mit anderen Dingen gefüllt. Und das sage ich immer wieder, gerade in diesen, bei den Trauernden, die ihren Liebsten oder ihren Nächsten gehen lassen müssen. Neulich hatte eigentlich eine Frau beigesetzt, die 15 Jahre an ihrem Bett gefesselt war. Und die Tochter kümmerte sich liebevoll 15 Jahre um diese Person. Und es war der größte Teil ihres Tages, den sie verbrachte, um diese Person zu pflegen. Nach 15 Jahren ist ein großes Zeitfenster entstanden, wo sie es nicht mehr tun müsste. Und so durften wir mit ihr das Gespräch führen und sie ermutigen, sich Gedanken zu machen. Was macht sie jetzt mit der Zeit, die sie früher geopfert hat, um ihre Mutter zu pflegen? Und dann berichtete sie und sagte, ja, das stimmt, wenn ich mir keine Gedanken mache. Ich bin zwar frei, aber es nehmen mich andere Dinge gefangen und ich bin doch nicht frei. Und so stell ich dir die Frage, wofür möchtest du frei sein? Was ist deine Absicht? Trotz aller Bedrücken, was Onesimus hatte, hatte er eine Vergangenheit, die er in Ordnung bringen musste. Und sicherlich hat dieser Gedanke ihn noch gequält. Er war jetzt frei geworden und doch etwas haftete weiter an ihm. Er fragte sich, soll ich mit Paulus darüber sprechen, was ich angetan habe? Soll ich mich wirklich mal ihm mitteilen, meine Vergangenheit? Sicherlich war der Gedanke auch gewesen, dass die Strafe sehr hoch ausfallen würde, wenn das rauskommen würde, was Onesimus getan hatte. Paulus hörte ihm zu und antwortete ihm mit einem weisen Rat und sagte, Onesimus,
Du bist mit Gott ins Reine gekommen. Jesus hat dir die Freiheit geschenkt. Jetzt musst du noch deine Vergangenheit aufräumen. Bring es in Ordnung, was du angerichtet hast. Philemon muss ins Reine kommen. Ernst und traurig fuhr er fort und musste zurück zu Philemon. Paulus sagte, seit Monaten muss Philemon auf deine Arbeitskraft verzichten. Paulus sagt, es fällt mir schwer, dich loszulassen, dich gehen zu lassen. Du bist mir so ans Herz gewachsen. Und doch musst du zurück zu deinem Herrn. Paulus ermutigte ihn und sagte, du musst zurückgehen, du musst zurückkehren. Du musst das in Ordnung bringen. Onesimus reiste zurück mit Philemon, zu Philemon und er wurde begleitet von Tychikus. Und es war nicht einfach eine Begleitung, sondern Paulus nahm sich Zeit und schrieb einen Brief an seinen Freund, den Philemon, und gab denen mit auf den Weg. Und dann war es endgültig soweit, er musste zurück. Geht es dir vielleicht auch so wie Onesimus? Belastet dich ein Erlebnis aus der Vergangenheit? Gibt es jemanden, mit dem du ins Reine kommen musst, so wie Onesimus mit Philemon? Vielleicht hast du deine Eltern betrogen, belogen, deinen Partner, deinen Freund. Sprich mit ihnen und bring es in Ordnung. Die lange Reise, die von der Flucht nach Rom andauerte, wurde die längste Heimreise, die Onesimus angetreten hat. Und sicherlich, als er in seinem Schiff saß und wieder zurück zu Philemon unterwegs war, quälte ihn diese Frage, wie hoch wohl seine Strafe ausfallen würde. Doch wie gut hatte Onesimus gehabt, gerade jetzt, dass er mit dem Herrn Jesus über all seine Probleme, über seine Ängste, über seine Sorgen austauschen konnte. Auch die längste Reise hatte schließlich ein Ende. Sie kamen bei Philemon an und klopften an der Tür. Philemon öffnete und konnte es kaum glauben, was er gesehen hatte. Er sah seinen Freund Tychikus und seinen entlaufenen Sklaven stand vor ihm. Und wie gut es ist, dass jemand neben Onesimus war, der einen Brief überreichte. Und diesen können wir gemeinsam lesen aus Philemon ab Vers 8. Der kurze Brief, in dem Paulus sein Mitgefühl zusammenfasste und diesen Brief mitgab. Philemon, Vers 8. Und da beginnt Paulus seine Rede in seinem Brief und schreibt, darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit hätte, dich dir zu gebieten, was sich geziemt. So will ich doch um der Wille, Liebe wille, vielmehr meine Bitte aussprechen. Paulus hatte die Autorität gehabt und die Macht gehabt, Befehle zu erteilen. Aber hier wendet er sich an seinen Freund und sagt, ich will dir nicht etwas gebieten, sondern ich will dich um etwas bitten. Ich will doch um der lieben Wille vielmehr eine Bitte aussprechen in dem Zustand, in dem ich bin, nämlich als alter Paulus und jetzt auch als Gefangener Jesu Christi. Ich bitte dich für mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Und ich sende ihn hiermit zurück. Du aber nimm ihn auf wie mein eigenes Herz. Oh, wie gut ist es, wenn man so einen Freund hat, der dich ans Herz schließt und sagt, ich wollte ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle diene in dem Fesseln, in dem ich um des Evangeliums willen trage.
Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht gleichsam erzwungen, sondern freiwillig sei. Denn vielleicht ist er darum auf eine kurze Zeit von dir gerannt oder getrennt worden, damit du ihn auf ewig besitzen solltest. Nicht mehr als ein Sklave, sondern was besser ist als ein Sklave, als ein geliebter Bruder, besonders für mich wie für viele, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleische als auch im Herrn. Wenn du mich nun für einen hältst, der Gemeinschaft mit dir hat, so nimm ihn auf wie mich selbst. Wenn er dir aber Schaden hinzugefügt hat, so etwas schuldig ist, so stelle es mir in Rechnung. Ich, Paulus, schreibe es eigenhändig. Ich will es dir erstatten. Ich will ja nicht davon reden, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Ja, Bruder, lass mich von dir Nutze haben im Herrn. Erquicke mein Herz im Herrn. Im Vertrauen auf deinem Gehorsam schreibe ich dir, weil ich weiß, dass du mehr tun wirst, als ich dir sage. Was weiter mit Onesimus geschah, darüber sagt uns die Bibel nichts aus. Diese Frage können wir im Himmel erfahren, die Antwort wiederfinden. Was wir nur lernen können aus diesem, dass jemand hier frei geworden ist und als Unnütze nützlich wurde. Und sehr häufig ist es in unserem Leben, dass wir auf Umwegen die Wahrheit erkennen. Und nicht immer ist die Wahrheit das Schönste, was man gerne hören würde. Gerne würden wir es verschönern, umrahmen, aber die Wahrheit ja bloß nicht anrühren. Es ist sehr wahrscheinlich, dass hier jemand, der Sklave war, ein freier Mann wurde und ein guter und ein nützlicher Mitarbeiter im Reiche Gottes. Möglicherweise wurde Onesimus vielleicht auch freigelassen, dass er frei war. Das Gute ist, vielleicht denkst du, so ein Glück wie Onesimus muss ich auch haben. In Kolosser 2, 14 schreibt Paulus, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seiner Forderung gegen uns war, und hat uns aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Ich möchte dir sagen, dass auch dein Schuldbrief bezahlt ist worden. Wir haben letzte Woche daran gedacht, an das Sterben Jesu Christi. Nicht warum er sterben musste, sondern wozu. Damit du frei sein kannst. Die Freiheit der Menschen liegt nicht darin, das zu tun, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Gott hat uns als Beziehungswesen geschaffen und er möchte, dass wir einander dienen. Dass wir nicht eigensüchtig sind, uns in den Mittelpunkt stellen, sondern dass wir unsere Leiber dahin geben, dass wir Glieder sind, die Funktionen haben, die funktionieren, nicht nur bedient zu werden, sondern auch anderen zu dienen. Dass wir frei werden von diesen Gedanken, die uns fesseln. Dass wir frei werden, um Gott zu begegnen. Dass wir nicht uns ängstigen brauchen, sondern dass wir uns berufen können und sagen, dieser Schuldbrief, der gegen mich gerichtet worden war, die Forderungen, die gegen mich aufgestellt worden sind, sind aufgehoben, sind ans Kreuz geheftet worden in Jesus Christus. Ich möchte dich ermutigen, auch die kommende Zeit, die Tage, darüber nachzudenken. Wofür möchtest du frei sein?
Wofür hat Gott dich berufen? Wofür hat Gott dich bestimmt? Dass auch deine kommende Woche, die kommenden Tage erfüllt sein werden. Dass du deine Antwort findest, gegründet auf dem Worte Gottes. Dass ihr nach der Wahrheit sucht, weil nur die Wahrheit wird euch frei machen. Und dass wir danach ringen, die Wahrheit zu suchen und zu finden. Und Jesus sagt uns, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird uns frei machen. Der Herr segne uns und der Herr gebe uns Mut und Lebensmut, auch die kommenden Tage zu überstehen, auch in der Situation zu leben, in der wir gerade leben. Dass wir Zeugen sein können, dass wir die Freiheit ausstrahlen, die, die es schon besitzen. Die, die den Herrn lieben, dass sie Friedensstifter werden, dass sie anstiftend sind für Menschen, die noch diese Freiheit suchen. Dass wir Wegbegleiter sind, dass wir so wie Paulus Menschen aufnehmen können, sie eine Zeit lang beherbergen können, sie zu Jesus führen können, um sie nützlich zu machen für den Dienst. Der Herr segne dich und gebrauche dich. Stop calling.